Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder hier seid. In diesem Film zeigen wir euch die erste Überfahrt nach Port St. Louis, warum wir der Schlange den Kopf abschneiden, die Taufe unseres Schiffes und den Trockenliegeplatz. Das Ablegen mit dem neuen Schiff, mit einer Größe, die wir nicht gewohnt waren, war natürlich aufregend für uns. Schließlich wollten wir bei unserer Jungfernfahrt unbeschadet aus der Box kommen. Wir starteten früh morgens, da uns doch eine Tagesreise bevorstand. Das Wetter war großartig und wir freuten uns besonders auf die bevorstehende Taufe unseres Schiffes. Eine Namensänderung soll laut Seemanns Aberglaube kein Glück bringen. Aber man kann ein Ritual anwenden, das uns Pierre erklärt hatte. Sobald man den Hafen verlassen hat, soll man dreimal das eigene Kielwasser kreuzen. Damit schneidet man der Schlange den Kopf ab. Und das Schiff ist wie neu. Leider hat das keine Auswirkungen auf Motor, Segel oder sonstige Verschleißteile. Wäre sehr hilfreich gewesen, ganz ehrlich. Dann war es soweit. Wir konnten unser Schiff taufen. Es hatte schon einige Namensänderungen hinter sich. Von Papa Millers zu Granit zu Kadaver. Und wir wählten den Namen Enya aus. Enya bedeutet Quelle des Lebens. Für uns ein schönes Symbol für alles, was noch kommen wird. Der Meeresgott bekommt bei uns zu Beginn der Saison immer den ersten Schluck. Schließlich soll er besänftigt werden und uns gute Winde bringen. Thomas ist heute großzügig. Der Gott der Meere bekommt sogar einen zweiten Schluck. Was für ein Moment! Und das bei diesem Prachtwetter. Enya wird abgeklopft und gelobt. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Unser neues Schiff ist eine alte Atlantik-Veteranin. Sie wird uns gut in die Karibik bringen. Die Strecke ist dir ja bekannt. Im Folgenden könnt ihr lesen, welche Namen noch in der engeren Auswahl waren. Auch das Anlegen im Port St. Louis klappte gut. Das Prozedere des Kranens wurde durch die erfahrenen Profis dort problemlos durchgeführt. Und da steht sie nun und wartet auf ihr Refit. Musik.